Oh yeah, liebe Leute, willkommen. Bisschen ganz ruhig. Oh yeah, liebe Leute, immer wissen die Lüftung schaut, du sollst so still sein. Nein, natürlich nicht. Also herzlich willkommen natürlich zu diesem Part. Im letzten Part, da bist du hochgeklettert sind und jetzt hier irgendwo sind und wahrscheinlich raus müssen. Ja, wir müssen da raus. Muss aber wohl einmal erstmal rüber. Siehst du das Gewehr? Geh da hin und nimm den Konvoi ins Visier. Du musst einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Versuch's mit dem Motor. Ich schalte dich in den CPF-Kanal des Konvois rein. Connors Konvoi! Wie ist der Status? Ende! Sieht gut aus, der Weg ist frei. Motor. Stimmt, da gibt es Sinn. Connors Konvoi, wie ist der Status? Ende. Sieht gut aus, der Weg ist frei. Ach du Scheiße. Raus. Tschüss. Mist, zu spät. Sie wissen jetzt, wo du bist. Na super. Na super, müssen wir jetzt nochmal hier eine Mega-Verfolgung angehen. Oh, ich hasse Verfolgung. Wir müssen da Stück für Stück runter, ne? Oh Gott, da kommt jemand. Abknallen. Abknallen! Nehmen wir eine neue Uzi. Wir gehen Stück für Stück langsam runter und knallen sie Stück für Stück ab. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Aber gehen wir immer auf Safe. Ich weiß, dass das eine langsame Methode ist, aber warum denn nicht? Ich wissen wir, dass er auf jeden Fall mehr als genug Schüsse haben. Weil sonst können wir ja eh nicht nachladen. Fuck. Waren das alle? Ich habe keine Schüsse mehr. Oh, das wär's. Bitte. Boah. War auch nur gerade so, ne? Wo ist denn hier jemand? Da entlang. Oh, joi, joi, joi. Kate! Kate!
Archie, Wahnsinn, was du alles für mich getan hast. Das war ich dir schuldig, Kate. Nimm das. Das ist Merck, er ist dein Freund. Er wird dich hier wegführen. Ich lenk die Cops ab und komm später nach, okay? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Mann. Das wird jetzt noch eine Mission. Also, wir müssen abhauen. Merck's Lair. Was? Scheiße. Merck wurde anscheinend auf... Ah. Oh oh. Oh nein! Merck! Ich konnte sie nicht stoppen. Sie haben Kate. Ah. Aber ein paar der Penner habe ich erwischt. Wo sind sie hin? Sie haben etwas erwähnt. Die Scherbe. Beim Bürgermeister? Ja. Yeah. Shit, Merck, ich hol jemanden. Einen Arzt. Das bringt doch nichts, Faith. Scheiße. Es tut mir leid, Merck. Es tut mir leid. Nein, nichts bereuen. Aber lass sie nicht gewinnen. Scheiße. Niemals, Merck. Versprochen. Danke, Kleine. Fuck, Merck. Wahrscheinlich haben wir jetzt eine letzte Mission. Eine letzte Mission, denen in den Arsch zu treten und Kate zu retten. Die Scherbe. 21.55 Uhr. Wahrscheinlich müssen wir da... Genau. Auf geht's. Die letzte Mission. Wir sind ganz auf uns allein gestellt. Wir haben keine Hilfe mehr. Ich merke oder so. Wir haben nur noch uns. Uns, uns und uns. Das größte Problem dabei. Wir haben keine Hilfe mehr. Das ist wirklich auf uns allein gestellt. Die Musik sagt auch irgendwie aus, ja. Du bist hier nun langsam final da. Uns auch nicht entlang. Hier waren wir am Anfang. Bin da auch noch zurück. Kleines bisschen. Na gut, da gibt es da sonst eh nichts. Man kann ja mal gucken. Aber noch sind wir ja noch nicht in Beobachtung. Oder sonst dergleichen. Kann man das ja mal bringen. Ich kann hier hoch? Nee. Versuchen jetzt mal alles noch mal genauer. Drüben. Wir können auch entlang. Da müssen wir auch entlang. Was ist denn da irgendwie hin? Okay. Wir haben schon mal einen Grundplan in der Theorie. Gut. Haben wir doch schon mal. Jetzt kommt es wahrscheinlich. Hart auf Fahrt langsam. Noch wissen sie nicht, dass wir da sind, aber. So, was machen wir denn hier? Das hier aufdrehen. Da entlang keiner kommen kann, anscheinend. Dass ich es lassen sollte. Nee, oder dass ich es machen sollte. Und dann da nicht hingehen sollte, weil da Elektrizität und so ist. Keine Ahnung, wie das jetzt ist.
Oh, dann geht alles kaputt. Oh. Kann ich vielleicht nicht benutzen. Ach nee, dann direkt da reinlaufen, ne? Okay. Und diesmal direkt. Wahrscheinlich sollte uns das genau aufhalten. Hoffentlich. Oh fuck. Hier raus. Ich hasse solche Gasgeräusche. Oh fuck. Fordert Verstärkung an, jetzt! Tschüss. Ach, ihr seid nur diejenigen. Achso. Ich dachte, ihr seid jetzt solche Mega-Dinger, aber. Gut, so eine Mini-Pistole können wir mitnehmen. Los, los, los! What? Eieiei. Wow, da hat mich sofort erwischt. Leider. Fuck, warum habe ich jetzt benutzt? Ich wollte es noch nicht jetzt benutzen. Ja, bring mich lieber dafür um. Das ist besser so. Ja. Richtig dumm, muss man auch mal so sagen. Das kann man auch so hinbekommen. Was ist denn das? Was? Die Pistole ist aber. Wow. Kommen wir dann denn vorbei? Was nur? Und da entlang besser. So, tschüss! Kann man mal bringen. Die Sicherheitsfirma Pirandello Kruger wurde autorisiert, bis zur erneuten Verhaftung von Kennzahlers weitere Einheiten hinzufügen. Miller! Fuck! Oh. Gute Arbeit. Durchsuchen. Erschießen Sie mich auch? Nein. Danke, Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK, Pirandello Kruger, privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich herausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Ropeburn? Ja, Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Danke. Alter. Bis nach. Gehen Sie. Jetzt. Danke, Mann. Miller. Oh, fuck. Stimmt ja. Da war ja das da hier. Das Ding ich hier zuallererst mal. Und jetzt heißt es irgendwie den gesamten Raum clearen. Ja, viel, viel Spaß, ne? Ich hab den irgendwie gekillt. Dank lang. Was? Wieder. Jetzt ist die Frage, ob wir es aushalten, bevor die uns alle andingsen. Was? Der war hinter uns? Oh, meine Güte. Ich
für eine geile Scheiße, Alter. Ein Koffer. Geil. Ja, bleib an der Ecke hängen. Danke. Machen wir das nochmal wie vorhin. Like a Rambo. Das ist doch. Hä, warum habe ich das beim ersten Mal so. Hätte mich so hinbekommen. Ah, die bekomme ich so weg. Okay, gut. Alter! Könnt ihr mich mal am Arsch lecken oder was? Oh. Dich. Als ob der das so aushält. Das ist halt die Frage, ob wir jetzt die zwei anderen gleich abknallen können. Ja, können wir. Da ist sie. Und zwar volle Pulle. Mist. Alter Schwede. Er schießt mich währenddessen an! Scheiße, Mann. Das ist gar keine Möglichkeit sonst. Nein! Wie dumm! Wie dumm! Nimm doch Waffen an und diese Hänge! Jetzt weiß ich wieder, warum der Raum so schwer war. Ich habe mich am Anfang nur gewundert, warum ich eigentlich so leicht durchgekommen bin. Alter. Der erste ist kein Problem. Der Rest ist eher das Problem. So. Danke. Park. Warten. So. Wenigstens Maschinengewehr, Alter, so richtig hart. Sind wir mal Rambo, Alter. Tschüss. Aber ich sag doch mal, das ist perfekt. In diesem Part beenden wir das jetzt. Und wir werden sehen, wo wir im nächsten Part sind. Deswegen sage ich mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Mirror's Edge. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.